Wir wollen blicken auf den internationalen Fußball der Männer. Heute mit dabei, zumindest in der ersten Aufnahme, Spanien und Italien, was alles noch kommt. Ich weiß es selbst zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Guckt in die Shownotes, wenn ihr es nicht wissen wollt. Oder hört doch einfach die ganze Folge. Jetzt geht's los. Und nun im Programm der Rasenfunk. Cristiano, che golazo! Gol! Der Blick auf andere Ligen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen, Fabian Pakulat. Servus Fabian, schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen zusammen. Guten Morgen, schön, dass du es geschafft hast und schön, dass Christian Bernhard neben mir sitzt. Servus Christian. Hallo, schönen guten Morgen. Ihr seid die verlässlichen Säulen der Ligatur. Ich sag's, wie es ist. Die Serie A immer mit dabei, La Liga immer mit dabei. Wir wissen aktuell noch nicht, ob wir auch Premier League hinbekommen. Ligue 1 hat schon dankend abgewunken. Die haben leider alle Terminprobleme. Premier League, ich weiß es noch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist am Ende der Saison. Ist es bei euch auch so hart stressig? Also geht das nur mir so, dass es gerade so viel ist, Fabian? Es bei uns plätschert eigentlich jetzt gerade so aus. Die Liga, La Liga ist ja eigentlich schon mehr oder weniger seit Wochen im Großteil entschieden. Dass wir jetzt noch zwei Spieltage haben, ist eigentlich völlig drüber. Braucht kein Mensch. Dieses verdammte 50 plus 1, was die La Liga einfach so unspannend macht. Es ist wirklich Moment. Ja. Nee, aber wir haben doch, jetzt gehen die Playoffs los in Spanien, was die unteren Ligen anbelangt. Also da kommt jetzt nochmal ein bisschen Spannung auf. Aber eigentlich ist alles schon so im Hinblick auf diese Playoffs und Relegationsspiele ausgerichtet, aber alle müssen noch zwei normale Spieltage hinlegen und wie gesagt, die sind eigentlich jetzt schon fast überflüssig, aber gut, es ist so ein bisschen die Lauerstellung vor dem großen Saisonfinale. Okay, also ich sehe schon, bei dir ist das Entspannungslevel ein bisschen höher. Wie ist es bei dir, Christian? Ja, schon auch irgendwie, es sind auch einige Entscheidungen schon gefallen. Was in Italien aber schon noch dazu kommt, es sind ja noch zwei europäische Finals, die anstehen mit Atalanta und Fiorentina, da kommen wir ja auch noch darauf. Und ja, das muss ich dir ja nicht sagen, Max, die EM rückt dir auch immer näher. Also es wird eine relativ kurze Pause nach dem Finale, Saisonfinale, geht dann mehr oder weniger nahtlos weiter. Ey, ich kriege jetzt schon Stresspuste, wenn ich nur daran denke, dass ich parallel zum Rasenfunk Royal eigentlich schon die EM vorbereiten müsste. Aber das soll nicht euer Problem sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber es soll erklären, warum wir jetzt es nicht immer geschafft haben, vier Ligen hier abzubilden in den letzten Wochen. Denn der Stress, er verteilt sich bei vielen dann doch am Saisonende. Nicht jeder hat da die komfortable Situation in La Liga, aber Fabian, nicht alles ist ja schon komplett entschieden. Also klar, Meisterschaft, worüber reden wir eigentlich, wissen eigentlich schon alle. Und eigentlich dachte man auch, Abstiegskampf im Grunde auch durch. Wir haben da so ein bisschen eine Parallele, so wie jetzt beim ersten FC Köln in der Bundesliga, dass man rein rechnerisch noch die Möglichkeit hatte, aber es quasi nur noch die Frage war, na, wann steigen sie denn ab? Das war Cadiz. Aber jetzt sehen wir, ja, ne, also Stand jetzt noch nicht. Und rein theoretisch kann man da noch drin bleiben, weil jetzt zwei Siege in den letzten beiden Spielen. Und deswegen könnte es da unten wirklich nochmal eng werden. Was meinst du? Es könnte tatsächlich nochmal eng werden. Es ist natürlich schon so, dass Cadiz nach wie vor die schwierigste Ausgangslage hat. Du hast es angesprochen, sie müssen beide Spiele gewinnen und haben dann eventuell noch Chancen. Kurios ist allerdings, dass gleich nächste Woche das Spiel gegen Las Palmas ansteht. Die haben wir ja öfter schon in der Ligatour gelobt. Die sind jetzt aber dann doch abgeflackert ein bisschen in den letzten Wochen und stehen jetzt plötzlich dort unten drin als Tabellen 16. von 20 und sind nur 5 Punkte vor Cadiz. Und ausgerechnet Cadiz und Las Palmas treffen sich nächstes Wochenende in Cadiz. Gehen wir mal davon aus, dass Cadiz dieses Spiel gewinnt, mit aller Macht, mit allen Fans im Rücken, mit allem, was dazugehört, dann könnte es tatsächlich noch einen sehr interessanten letzten Spieltag geben. Was ist denn da bei Las Palmas los? Ich sehe unter anderem in den letzten 6 Spielen 6 Niederlagen. Sie liest sich nicht so gut. Ich glaube, da ist so die Spannung so ein bisschen abgefallen und leider schon ein bisschen zu früh. Es war halt leider nicht mehr viel zu holen, weder nach oben noch nach unten. Und dann hast du ja schon als Aufsteiger
natürlich von der Kaderbreite und so weiter oder von der Kaderqualität allgemein nicht das beste Level. Und ja, da ist natürlich ein bisschen was dann eingebrochen. Und vielleicht haben auch viele Spieler überperformt am Anfang der Saison, in der Mitte der Saison noch. Und jetzt ging es so ein bisschen nach unten. Und es waren natürlich auch teilweise Gegner dabei, für die ging es noch um was. Mhm. Ja, und so ist das dann irgendwie relativ blöd gelaufen für Las Palmas oder auch für Mallorca, den Pokalfinalisten, den man auch schon sicher drin gewähnt hatte und der jetzt aber auch nur 4 Punkte vor dem FC Cardi steht auf Platz 17. Nichtsdestotrotz, Max, gehe ich aber davon aus, dass es bei der aktuellen Situation so bleiben wird, dass es Cardis nicht packen wird und gemeinsam mit Granada und Almeria ausgerechnet 3 andalusische Vereine runtergehen, was mich ja besonders hart trifft, weil ich komme ja hier aus der Region, oder was heißt, ich komme hier nicht her, aber ich wohne in dieser Region. Und ja, ist natürlich schade, umso weniger Erstligisten wir haben, umso schlechter ist das natürlich für die Region an sich. Aber es sieht für mich verdächtig danach aus, denn auch das Restprogramm der anderen erlaubt zumindest den meisten noch mindestens ein Spiel sicher zu gewinnen, beziehungsweise hier noch und da ein Unentschieden einzufahren. Also die Vorteile liegen schon noch klar bei den anderen Teams. Ja, also ich meine, Mallorca könnte es schon am nächsten Spieltag machen. Man spielt gegen den abgeschlagenen letzten Almeria. Über die haben wir ja auch mal kurz irgendwann gesprochen vor ein paar Wochen, als sich schon so abgezeichnet hat. Das läuft gerade nicht so berauschend bei denen. Wenn man das Ergebnis also von Cádiz matcht, also eben, wenn die gewinnen, sollte man auch gewinnen. Wenn die Unentschieden spielen, reichen Unentschieden, bla bla bla, dann wäre man drin. Mit einem Sieg ist es absolut sicher, weil dann kann man auf jeden Fall die 4 Punkte Vorsprung halten. Aber was du da zu Las Palmas erzählt hast, das finde ich schon interessant, weil Cádiz hat halt schon ein interessantes weiteres Programm. Jetzt eben dieser Heimspiel gegen Las Palmas und klar, man ist in der Situation, man muss dieses Spiel gewinnen, alles andere hilft nicht. Unentschieden wäre schon Abstieg so gut wie sicher. Aber danach spielt ja auch noch Cádiz gegen den Tabellenletzten und Las Palmas zu Hause gegen Alaves, für die geht es jetzt auch um nichts mehr. Aber genau. So schlecht, wie die in Form sind aktuell, die sind ja im Sinkflug eigentlich. Deswegen. Die sind im Sinkflug, ja. Aber du hast recht, das habe ich auch mir heute Morgen nochmal angeguckt. Letzter Spieltag zu Hause gegen Alaves, die ihre Hausaufgaben auch schon lange erledigt haben. Über die haben wir ja auch schon mal gesprochen vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass auch Las Palmas nochmal alle Kräfte motiviert, um da nochmal den letzten Punkt zu holen oder vielleicht den letzten Sieg, je nachdem, wie das Spiel dann auch gegen Cádiz ausgeht. Also von daher haben sie es ja noch in der eigenen Hand, jede Mannschaft, bis auf Cádiz natürlich. Und naja, schauen wir mal, was passiert. Aber ja, wie gesagt, die Vorzeichen stehen schon eher deutlich für den Abstieg des FC Cádiz. Ist denn das ein Problem für die Liga, dass jetzt im Grunde alle wichtigen Entscheidungen schon getroffen sind? Meisterschaft, Champions League, Europapokal kann jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich, es kann noch theoretisch was passieren, aber es sieht alles relativ gefestigt aus. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich hier keiner mehr so wirklich für die Liga interessiert, also natürlich schon interessiert, aber halt die große Spannung ist schon seit ein paar Wochen raus. Es ist jetzt alles auf das Champions League-Finale hier fokussiert. Du weißt ja, Real Madrid ist ja nicht nur ein Stadtverein, sondern ein Landverein. Also dementsprechend ist das Monothema eigentlich mehr oder weniger. Gut, Barcelona ist immer mal für eine Slapstick-Aussage gut. Vor allen Dingen Trainer Xavi haut immer mal wieder einen raus, wo man sich denkt, hoppala. Ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, nachdem Barcelona gegen Girona verloren hat. Hat dann wieder mal eine legendäre Pressekonferenz gegeben, auf der er gesagt hat, Fußball sei total ungerecht. Sie waren beide in beiden Spielen gegen Girona besser und haben völlig zu Unrecht verloren. Randnotiz, sie haben beide Spiele nämlich verloren und haben dabei 8 Tore kassiert. Aber laut Xavi waren sie die bessere Mannschaft. Gegen Madrid wären sie auch besser gewesen, obwohl sie beide Spiele verloren haben. Also ja. Genau, der FC Barcelona hat seine eigene Geschichte geschrieben. Das heißt, seitdem klar ist, dass er bleibt, ist er völlig entspannt und ist nicht mehr in dem Rage-Modus, den er vorher hatte. Nee, und da weiß ich jetzt, also da brennt es nach wie vor beim FC Barcelona. Also da ist alles andere als Ruhe. Jetzt gibt es die Geschichte noch mit Vitor Roque, den Brasilianer, den sie sich gekauft haben, im Winter für viel Geld, den aber jetzt keiner mehr haben möchte, der wohl im Training so versagt, dass sogar die Spieler gesagt haben, Jungs, was habt ihr denn da gekauft? Und den wollen sie jetzt irgendwie wieder loswerden, ganz schnell. Das aber ist sie ja haben... Landon Donovan 2.0. Landon Donovan. Ja, eine kuriose Geschichte. Hat ein paar Kurzeinsätze, hat ein paar 100%ige vergeben,
Vielleicht hat es auch nicht gerade dazu beigetragen, dass er da großes Vertrauen erntet. Und sie haben, glaube ich, 30 Millionen fix damals gezahlt. Ich weiß gar nicht, welcher brasilianische Club es war, wo er herkam. Plus 31 Millionen Variablen, die jetzt am Ende der Saison fällig werden. Also Barca hat wieder mal schön Geld rausgehauen. Das werde ich aber gar auch, nicht haben. Also die werden aber auch fällig. Also das sind jetzt nicht Variablen. Die werden fällig, ja. Das heißt, die werden fällig. 60 Millionen. Also es ist Barcelonas Wirtschaft und Transferpolitik in den letzten 5 Jahren, da könnte der Herr Troika auch ein Buch drüber schreiben. Ist ja, soll er mal machen, ey, weil A, ich check's nicht mehr und B, ist es wahnsinnig unterhaltsam, weil man brutal. Nicht irgendwie emotional... Also wie viel Geld man verbrennen kann in so kurzer Zeit und vor allem Geld, das man eigentlich nicht hat, ja. Denn Barcelona hat ja noch mehrere 100 Millionen Euro Schulden eigentlich. Das ist wie aber so ein gut. Krypto-Scam einfach. Das ist, oder so ein NFT-Ding. Das oder so ein Fußballmanager, wo du einfach unendlich ausgeben kannst. Also, keine Ahnung. Also aber er kam stark von Atletico PR kam er. Mhm. Ja, okay, also ich sehe schon, über Barca wird man mal wieder sprechen können. Aber ja, interessant zu sehen, dass so viel nicht mehr passiert in La Liga. Auch ganz gut, finde ich, ist ein ganz guter Realitätscheck. Denn so gerne auch ich manchmal über die Bundesliga schimpfe, in den letzten Jahren ging es immer noch was an den letzten Spieltagen. Letzte Saison gab es einen Spieltag, wo alle 9 Spiele noch eine Implikation für die Tabelle hatten. Und in dieser Woche sind es, glaube ich, 8 von 9 Spielen, die wichtig sind. Irgendwie nur Dortmund gegen Darmstadt oder irgendwie sowas in der Art ist. Ich denke mal, Bundesliga ist dieses Jahr deutlich interessanter als die spanische Liga gewesen, würde ich sagen. Weil ich jetzt nicht weiß, ob ich das jetzt so objektiv sagen kann, aber das behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn wir die internationalen Ergebnisse anschauen, dann hat man auch gesehen, dass die Liga nicht so performt hat dieses Jahr und die Bundesliga überraschend gut. Und das kann man schon so feststellen. Denke ich. Ja, vor allem, wie die Bundesligisten die anderen Top-Teams an die Wand gespielt haben in der K.O.-Runde. Das war, da werden wir noch in Jahrzehnten von sprechen, liebe Leute. Ich will es ja gar nicht kleinreden, aber ich finde es halt so lustig, wenn deutsche Teams ausscheiden, dann ist hier immer Weltuntergangsstimmung, gerade natürlich, wenn der FC Bayern ausscheidet und so Themen wie, naja, vielleicht hatten sie auch mal ein bisschen Pech. Das darf man dann nicht sagen. Nein, sie waren dann total schlecht. Sie hätten gegen Villarreal unbedingt gewinnen müssen oder gegen PSG, wo sie mal mit irgendwie 3,8 XG zu 0,7 in 2 Spielen halt ausgeschieden sind. Da hieß es dann, nein, alles ist schlecht, der Trainer muss weg. Und wenn man dann aber so weiterkommt, dann heißt es, boah, wir sind die geilste Liga überhaupt. Ey, schaut euch an, wir hätten fast wie ein deutsches Wembley gehabt. Naja, aber gut, das ist nur... Ich versuche nur den Gegenpol zu setzen. Also das ist die Situation im Abstiegskampf. Wir wissen genau, welches Spiel wir uns angucken, nämlich Cádiz gegen Las Palmas jetzt am nächsten Wochenende. Und dann wissen wir, ob sich auch ein Blick aufs übernächste Wochenende noch lohnt. In der Serie A ist es ja noch ein bisschen interessanter, aber auch wegen Europa unter anderem. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Thema du loslegen möchtest, Christian. Ja, ganz klar mit der Aktualität, denn so wie bei Fabian, wo ja am Mittwoch gespielt wurde in der Liga, wurde in Italien am Mittwochabend auch gespielt, zwar nicht in der Liga, aber das Coppa Italia-Finale hat ja in Rom stattgefunden. Juve gegen Atalanta, Juve hat es gewonnen mit 1-0 und deswegen würde ich als erstes das kommt mal… Das natürlich überraschend. Ja, genau, richtig. der musste kommen. Ja, deswegen würde ich anfangen mit Juve, denn erstmal zum Spiel, also Vlahovic in der 4. Minute schon sehr früh das 1-0 und das hat dann standgehalten. Und ja, Juve hatte in den vergangenen Wochen und Monaten zu Recht mehr als genug Kritik geerntet. Ich habe es nur noch mal angeschaut, ist schon beeindruckend, die Zahlen. Also Juve war ja Anfang Februar noch punktegleich mit Inter, war wirklich im Meisterrennen. Und dann gab es dieses erstes 1-1 gegen Empoli der Woche vor Inter und dann die Niederlage in San Siro. Und da wurde im Prinzip der Stecker gezogen. Also da wurde der Traum, das hat man schon immer wieder auch gehört bei den Spielern, die haben wirklich dran geglaubt, an Inter dranbleiben zu können. Aber ab da war dieser Glaube weg. Und das Fabian hat es gerade so schön gesagt, Spannungsabfall. Den konnte man bei Juve dann auch deutlich feststellen. Juve hat in den 14 Spielen seither in der Liga 14 Punkte.
geholt. Oh, weniger als Abstiegskandidaten. Empoli zum Beispiel im Moment noch 18. auf dem Abstiegsplatz, hat mehr Punkte geholt als Juve in dieser Zeit. Und Juve ist im Prinzip jetzt am vergangenen Wochenende in die Champions League gestolpert. Denn sie hatten ja dieses riesige Polster, wo eigentlich jeder dachte, ja gut, das Ding ist durch. Aber eben durch diese Negativserie wurde es echt nochmal relativ eng. Und jetzt am Wochenende haben sie durch ein glorioses 1:1 zu Hause gegen die Salernitana, die schon seit Wochen abgestiegen ist, Ausgleich in der 91. Das hat dann gereicht, weil dann am Abend Atalanta die Roma geschlagen hat und seitdem war klar, okay, Juve hat jetzt diesen Platz 4 sicher, Platz 5 reicht in Italien auch dieses Jahr, weil ja die europäischen Spiele so gut waren. Und dementsprechend war jetzt der volle Fokus logisch seit Wochen auf dieses Pokalfinale und die Frage war wirklich, können sie Atalanta Paroli bieten? Denn das, was Atalanta in den letzten Wochen geleistet hat, und darauf kommen wir später auch noch, war wirklich beeindruckend. Und ich muss echt sagen, ich durfte das Spiel gestern mitkommentieren und es war beeindruckend, was Juve da geleistet hat. Denn ja, es war eben wirklich nicht nur dieses, jetzt kann man sagen, okay, denken sich viele, ja gut, Juve macht das Tor und dann verteidigen das irgendwie über die Runden. Es war deutlich mehr. Also Juve hat von Anfang an, sie waren mutig am Anfang, das hatten sie auch ein paar Mal in der Saison in großen Spielen, dass sie so phasenweise versucht haben, Intensität hochzuhalten, auch hoch anzulaufen, einfach mit Energie reinzustarten. Gestern wurden sie früh belohnt. Tolles Tor von Vlahovic, der eine kleine Lücke hatte, weil eben, kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, Atalanta dieses nach vorne verteidigen, da entsteht halt manchmal, wenn das Timing nicht genau passt, entsteht etwas Platz und da hat Vlahovic den wunderbar genutzt, den Ball super abgeschirmt, dann im 1-1 gegen Karnesecki mit seinem schwachen Rechten, klasse abgeschlossen. Und Juve ist dann aber dran geblieben. Also Juve hat die Intensität hochgehalten, hat kurz danach fast das 2-0 nachgelegt und hat dann wirklich, und das wirklich, das meine ich mit in positiver Art, in bester Juve-DNA-Manier, Allegri-Manier, dieses Spiel dann verteidigt, aber eben mit hoher Intensität und hoher Konzentration. Am Ende, und das finde ich ist wirklich die größte Leistung, Atalanta hatte keinen einzigen Schuss nach 97 Minuten aufs Juve-Tor. Ach krass. Also sie haben wirklich all das gezeigt, was Allegri eigentlich jetzt ja im Prinzip im Positiven in dieser seiner zweiten Juve-Zeit ausmacht. Das, was wir in der Hinrunde gesehen haben, warum Juve eben so lange an Inter dran geblieben war, also wirklich höchste Defensivgier und Konzentration, denn wenn du so wie Juve verteidigst, nämlich oft sehr tiefstehend und dir den Gegner wirklich regelmäßig an den eigenen Strafraum oder in den eigenen Strafraum reinholst, dann brauchst du halt auch diesen defensiven Fokus. Du darfst dir keine Fehler leisten. Da müssen die Abstände passen und es muss aber auch die Konzentration passen. Und das war in der Rückrunde alles wie weggewischt. Die haben Tore kassiert, hier, da, dort. Gestern war das halt alles wieder da, also on point. Sie haben es jetzt noch einmal gebraucht in dieser Saison und da haben sie es abgerufen, hatten in der zweiten Hälfte auch noch ein, zwei wirklich gefährliche Konter. Am Ende waren Lattenknaller noch von Meretti dabei. Also es war wirklich ein sehr, sehr verdienter, knapper 1:0-Sieg. Und wie gesagt, diese Max Allegri Juve DNA in all ihrer, ja, sage ich mal, in all ihrer Potenzial. Ja, Juvehaftigkeit, ja. Aber, genau. Aber was heißt das jetzt? Heißt das, diese Frage muss ich auch so formulieren, dazu bin ich gezwungen. Heißt das, er hat die Kabine noch nicht verloren? Schöne Frage, ja. Jetzt kommen wir endlich zu Herrn Allegri, denn da gab es ja gestern auch einige Szenen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Allegri ist kurz vor Schluss, ja, er ist vom Platz geflogen, er ist mehr oder weniger, er hat fast ein komplettes Striptease an der Seitenlinie abgeliefert. Vielleicht erinnern sich ein paar, es gibt immer wieder so Allegri-Szenen kurz vor Schluss, wo er sehr intensiv wird, wo irgendwie die Emotionen raus müssen. Und gestern, glaube ich, hat sich das, was sich jetzt über Wochen und Monate angestaut hat, das war eigentlich gar keine extreme Szene der Auslöser, sondern ich glaube, das war wirklich all das, was jetzt über Wochen und Monate da war. Und ist vom Platz geflogen, hat sich da noch fast, ich dachte kurz, er zieht sich auch noch das Hemd aus, also hat sich das Jackett ausgezogen, die Krawatte ausgezogen. Und da hast du halt gemerkt, hat sich alles entladen, weil er, und da ist ja der spannende Punkt jetzt, deswegen wollte ich unbedingt das Juve-Thema mitbringen, es deutet jetzt schon sehr vieles darauf hin, dass das einfach der Abschluss war mit Allegri und Juve. Er hat zwar noch ein Jahr Vertrag,
aber die Vorzeichen, vieles deutet in die Richtung, dass das jetzt eben, ja, der Abschluss war. Auch gestern so gab ein paar Szenen, er saß dann am Ende, als die Mannschaft unter der Kurve war, so mit seinem ganzen Trainerteam auf einer Werbebande und hat so das Ganze so lächelnd alles beobachtet, gab auch ein paar Aussagen nach dem Spiel dann, wo er irgendwann dann ein Interviewer gefragt hat, wie haben sie mich schon entlassen? Also auch so ein bisschen so einen ironischen Unterton, hat ein paar Mal auch so Sätze fallen lassen wie, falls es zu Ende sein sollte, dann hinterlasse ich eine gute Mannschaft. Also ich finde, es deutet jetzt schon vieles darauf hin. Er hat auch gemeint, der Club ist logischerweise derjenige, der entscheidet, mit welchem Trainer es weitergeht. Also ich glaube, das war das letzte große Spiel von Allegri mit Juve. Und dementsprechend war es logisch für ihn auch extrem wichtig. Denn es ist jetzt sein drittes Jahr bei Juve. Es war bis jetzt titellos. Und das war ja immer die Prämisse, die er hatte. Er hat gemeint, Allegri steht ja wie kein anderer eigentlich für diesen Ergebnisfußball und für Aussagen wie, ist egal wie man spielt, man muss erfolgreich spielen. Und das war in den zwei Jahren nicht. Aber jetzt hat er zumindest am Ende diesen einen Titel hat er eingetütet. Er hat die Champions League Quali eingetütet dieses Jahr. Das war das große Ziel. Also im Prinzip hat er die zwei Ziele jetzt erreicht. Er hatte ja keinen anderen Pokalwettbewerb. Das war ja der einzige in der Saison, den er gewinnen konnte. Und ich glaube, jetzt ist wirklich auch Zeit für was Neues. Und dementsprechend war das so emotional aufgeladen von seiner Seite, auch von Spielerseite. Die waren wirklich scharf gestellt von Sekunde 1 und haben abgeliefert. Und ich glaube, jetzt kann dann im Sommer auch ein neues Kapitel beginnen. Jetzt muss ich natürlich fragen, sollte Xavi Alonso mit Allegri telefonieren? Ich bin mir sicher, dass er sich das sehr genau angeschaut hat. Deswegen, ich spoilere mir schon mal, oder Max, wir kommen im zweiten Teil dann zu Atalanta, weil es passt jetzt ja wunderbar, dann auch Richtung kommende Woche zum Finale. Aber das war schon, also wie gesagt, man kann ja zum Juve-Stil stehen, wie man will. Und deswegen ist ja auch Teil dieser Geschichte zu Allegri. Ich finde ja auch, dass es wirklich Zeit für einen frischen Input bei Juve ist. Und man kann Allegri auch in dieser Saison einiges vorwerfen, zu Recht, diese spielerische Weiterentwicklung gab es nicht. Wir hatten mal eine Folge im Januar, Max, du erinnerst dich, wo ich dachte, da ist es mal wochenlang aufgeblitzt, da kommt diese spielerische Weiterentwicklung. Nein, das war wirklich nur ein kurzes Strohfeuer. Also es gibt genügend Gründe, sozusagen dieses Kapitel jetzt einfach Allegri bis, also die zweite Allegri-Regentschaft bei Juve, jetzt definitiv schon mit einem Jahr früher abzuschließen. Aber in dem gestrigen Spiel, das war halt ein Finale und da war Juve so eingestellt, wie du gegen Atalanta spielen musst. Und wirklich von Minute 1 bis 97. Ich hätte nicht gedacht, dass sie in den Rhythmus mitgehen können. Ich habe nur darauf gewartet, dass sie irgendwann abfallen, weil das ist ja die Gefahr, wenn du so spielst wie Allegri, wenn du dir den Gegner eben immer ranholst und du wirst müde, das hinten raus und der Gegner ist dauernd, es kommen die zweiten Bälle, hohe Ballgewinne und dann rollt eine Welle nach der anderen. Mich hätte es nicht überrascht, wenn sie die Konzentration nicht hochgehalten hätten. Aber was Bremer, Danilo und Gatti da hinten im Zentrum wegverteidigt haben, wie eng die Abstände auch noch in der 90. waren, wie sie die Lücken geschlossen haben, das war, muss man sagen, beeindruckend. Und das war halt genau das, was sie gestern gebraucht haben. Spricht Maximilian Allegri, spricht er Deutsch oder Englisch? Er hat noch ein Jahr Vertrag. Max Allegri verdient bei Juve angeblich 7 Millionen netto. Da sprechen wir also von 14 Millionen brutto. Also da geht es jetzt auch darum, wenn das so kommen sollte, logisch eine Lösung zu finden. Wird der Vertrag aufgelöst? Gibt es eine Abfindung? Also da ist schon noch einiges, was zu klären ist. Nochmal, es ist ja auch noch nicht offiziell. Aber es deutet vieles darauf hin, dass Cristiano Giuntoleben, der Sportdirektor, der im vergangenen Sommer von Napoli kam und der wirklich die Macht jetzt bei Juve hat, die auch von John Elkann, vom Präsidenten, offiziell übertragen bekommen hat, dass auch klar war, jetzt auch egal, wie dieses Finale ausgeht, ich glaube, diese Entscheidung ist eigentlich intern schon gefallen. Jetzt geht es darum, wie kommuniziert man die? Und dann ist die Frage, ob man Thiago Motta bekommt. Denn das ist das große Ziel, die große Hoffnung bei Juve. Und ich sage mal so, wenn es wirklich so kommen sollte, wenn sie es schaffen, Thiago Motta zu überzeugen. Allegri hat das völlig zu Recht gestern gesagt, ich würde was potenziell hinterlassen, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Und wenn ich nur daran denke, wenn Thiago Motta mit so Yildiz und Cambiasos und wirklich einigen der Jungen, Fagioli kommt ja nach Sperre zurück, dazu noch die ganzen Chiesas und Bremers und so. Also da ist schon Potenzial da. Also ich muss sagen, ich würde mich auch freuen, da wirklich mal das neue Juve-Projekt zu sehen, mit so einem womöglich so spannenden Trainer wie Thiago Motta.
Motta. Aber gestern Abend, das war halt erstmal nochmal der Abend von Max Allegri, der hier Alden nochmal, und denn das darf man nicht vergessen, in den letzten Tagen war auch in Italien, Atalanta war der Favorit in diesem Spiel. Denn Atalanta hat einfach, was sie gezeigt haben in den Wochen davor und was Juve gezeigt hat. Also die sportlichen Voraussetzungen waren klar Richtung Atalanta, aber Juve war halt on point da und hat das nochmal in bester Juve-Manier mit Silberware beendet, die Saison. Aber würde jetzt Thiago Motta von Bologna, die er in die Champions League geführt hat, zu Juve wechseln, was würde Susi Hoeneß über ihn sagen? Und über seinen Charakter. Könnte er danach noch Bayern-Trainer werden? Deswegen, er darf das nicht tun. Muss er am Tegernsee noch kurz vorbeischauen oder so? Ich agitiere schon seit Wochen für Thiago Motta, aber das will hier irgendwie keiner hören. Das ist, also, Thiago Motta hat logisch einige Optionen und vielleicht macht er am Ende den Xabi Alonso und bleibt auch wirklich noch und macht's mit Bologna. Es ist schwer vorstellbar, oder was heißt, es ist noch nichts da. Bei Bologna wird logisch alles probiert, um ihn logischerweise zum Dableiben zu überzeugen. Juve wird auch alles probieren, andere auch. Also ich würde mal sagen, seit Xabi Alonso ja vom Markt ist, seit er sich selbst vom Markt genommen hat, ist Thiago Motta mittlerweile, würde ich sagen, mit die heißeste Traineraktie. Und wenn das Juve wirklich gelingen sollte, dann würde ich sagen, dann kann da echt endlich dieses Neue nochmal, auch wenn Allegri das jetzt mit dem Pokal beendet hat, es ist höchste Zeit bei Juve, dass da frischer Wind reinkommt. Und am Ende war es jetzt vielleicht das erfolgreiche Ende, ein Abschied, ein emotionaler Abschied. Und ja, also ich würde es Juve wünschen, wenn das mit Thiago Motta klappen sollte. Was ist eigentlich mit De Serbi? Den alle wollen, aber keiner nimmt ihn. Und irgendwie bleibt er jetzt doch bei Brighton oder wird in Italien mit Teams in Verbindung gebracht, was ja vielleicht auf der Hand liegen würde. Ja, in Italien ist der Name bei mir dann auch immer wieder mal gefallen, gar keine Frage. Aber in Italien, was schon ein Riesenhindernis ist, er hat ja angeblich was, eine Ausstiegsklausel von 14 Millionen. Und das ist für italienische Verhältnisse schon massiv. Der ist ja billiger als Oliver Glasner. Anscheinend, genau. Unwesentlich billiger. Nee, also ja, bei Milan war er jetzt immer wieder mal auch noch in der Verlosung, aber ich glaube, Italien ist im Moment, ich glaube auch nicht, dass er jetzt schon zurückkommt, der wird irgendwann, er kommt zum Beispiel, er war auch in der Milan-Jugend, also, aber ich glaube schon, dass er entweder erstmal noch Premier League weiter oder, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch nochmal einen Anruf aus München, keine Ahnung, was da noch alles passiert oder nicht passiert. Nur wenn Max Eber seinen Willen bekäme, aber da ist er zum falschen Verein gegangen. wenn der Alte vom Tegernsee nicht nickt. Genau. Nee, aber De Serbi ist im Moment, also es ist wirklich, ist ja auch, das wäre ein eigenes Thema, vielleicht nach der Saison, bis auf Inter mit den Sarri, wo ja alles fix ist und Gasperini, der ja auch womöglich, Napoli baggert dran, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Gasperini bei Atalanta bleibt, alle anderen Großen wechseln oder haben gewechselt, Roma und Lazio erst vor wenigen Wochen, bei Juve womöglich, bei Milan womöglich, bei Napoli wird alles neu, also es wird wirklich ein sehr spannender Trainersommer auch in Italien. Aber wirklich, aber wir haben ja hier so viele Trainergeschichten in Deutschland, aber diese, ganz kurz zu dieser Oliver Glasner Crystal Palace Nummer, ich finde das ist so eine verloren gegangene Anekdote, weil gerade so viele andere Sachen passieren und weil es natürlich nicht gut überliefert ist, aber ist es nicht lustig, dass Crystal Palace, wenn alles so stimmt und sie eben quasi einfach 100 Millionen Euro einfach mal reingeschrieben haben, Glasner, oder? Dass sie dann quasi das Uli Hoeneß-Ribéry-Ding durchgezogen haben. Weil Uli Hoeneß, das ist doch eine seiner Lieblingsanekdote, dass Florentino Perez von Real Madrid anruft und Ribéry in seiner Prime kaufen will. Zitat, und er dafür kriegst sagt, du einen Fuß, das ist kein oder? Problem, nimm einen Zettel vor dich, da schreibst du jetzt eine 1 drauf, dann eine 0 und noch eine 0 und dann hackst du noch 6 Nullen dran und vorher reden wir überhaupt gar nicht. Und dann hat der Perez sich nie mehr gemeldet. Und ich fände es so lustig, wenn Christian das ganz genauso gemacht hat. Ja, Oliver Glasner könnte schon haben. Also nehmt doch mal einen Zettel. Nehmt doch mal eine 1. A zero. Another zero. Na gut, aber vielleicht bin ich da jetzt auch gehässig. Abgefahren auf jeden Fall, ne? Dass ein Team wie Crystal Palace dann auch solche Anforderungen stellen kann oder beziehungsweise sagen kann, nö, brauchen wir nicht. Man muss ja echt sagen, dass Crystal Palace eine Wahnsinnsrückrunde spielt. Ich meine, genau, ja. aber, also Punkt 1, alles nur Gerüchte und wir erliegen da natürlich dem Transferjournalismus, keine Ahnung, ob es genauso war. Aber Punkt 2, wenn es so war und Olli Glasner wirklich angefragt wurde von Bayern, wie random willst du denn deine Trainer aussuchen? Also ist jetzt Spielidee wirklich scheißegal und ich will damit überhaupt nichts gegen Olli Glasner sagen, der ein total netter Typ ist, glaube ich. Aber das würde doch, also wirklich, könnt ihr euch bitte mal überlegen, welchen Fußball ihr spielen wollt und dann einen Trainer holen. Aber wirklich dieses,
Also dann kann auch ich das Trainer-Scouting machen, weil dann gucke ich nämlich auch einfach nur, wer verfügbar ist. Also Entschuldigung, das ist, da könnte ich mich unendlich drüber aufregen und dass da auch alle so kommentarlos mitmachen und so, ja klar haben sie jetzt Rangnick angefragt. Ja, hey, Moment mal, sie wollten doch vorher einen ganz anderen Trainer haben. Es ist überhaupt nicht klar, dass sie jetzt Rangnick angefragt haben. Also, naja gut, aber schauen wir mal. Aber schön, wie wir von Allegri zu Olli Glasner gekommen sind. Da haben wir, haben wir eine interessante Abbiegung genommen. Da sind wir den kurzen Weg sind wir gegangen. Einmal über die Alpen drüber, oder? Ja, allerdings. Dabei hatte ich ja schon, ich hatte mir die Überleitung schon überlegt, weil wir waren ja auch kurz bei Bologna und Bologna darf ja in der Champions League antreten. Nächstes Jahr überraschend. In La Liga haben wir Girona und da ist das nicht so klar und das, obwohl man sich sportlich qualifiziert hat. Warum, Fabian? Ja, es ist kurios bei Girona, wie wir vielleicht einige der Zuhörer schon wissen, ist gehört Girona zu einem Teil der Man City Group und zwar zu einem angeblichen Prozentteil von 47%. Und jetzt kam die UEFA und hat gesagt, Moment, wenn ihr nächstes Jahr Champions League spielen wollt, dann dürft ihr von der Man City Group eine maximale Anteilnahme von nur 30% haben. Weil Man City folgerichtig natürlich auch in der Champions League steht. Jetzt ist es tatsächlich so, dass Girona versuchen muss, in kürzester Zeit diese 17% oder von denen zumindest geschrieben wird, loszuwerden. Und damit sie nächstes Jahr Champions League spielen dürfen. Sie sind da auch sehr positiv eingestimmt, dass das gelingt. Ich gehe auch mal davon aus, dass sich da jemand finden lässt, der das Paket einfach mal mitnimmt. Gibt es ja noch irgendwo einen Cousin oder irgend sowas oder irgendeinen Fonds oder irgendwas wird sich schon finden lassen. Aber es ist kurios, die UEFA hat auf jeden Fall Girona gewarnt, Jungs, ihr müsst es unter Kontrolle kriegen, sonst dürft ihr nächstes Jahr nicht Champions League spielen. Und da musste ich ganz kurz an die Geschichte denken mit Red Bull oder mit Raba Leipzig und Red Bull Salzburg. Wie war denn da die Geschichte? Ich habe die nämlich nicht genau auf dem Schirm. Na, die mussten nachweisen, dass sie zwei unabhängig voneinander agierende Vereine sind. Also Vereine natürlich so ein bisschen in Anführungszeichen, bei denen quasi nicht der Sponsor die Vorgaben macht. Und dass sie quasi, es gab ja damals schon eine Doppelfunktion. Ich glaube, war das nicht sogar noch Ralf Rangnick, der quasi für alle der sportliche Leiter war? Und das mussten sie dann zum Beispiel voneinander entkoppeln, weil sonst hätte eben eine Einflussnahme stattfinden können. Und dann haben sie das natürlich lückenlos nachweisen können, weil diese beiden Teams haben ja nichts miteinander zu tun. Und dann hat die UEFA draufgeschaut und hat gesagt, ja, jetzt ist alles super. Also ich weiß nicht, wer bei Girona genau die Fäden im Hintergrund zieht. Mit 47% Anteil an einem Club hast du natürlich schon ein gutes Wort. Ne? Das ist auf jeden Fall mal Fakt. Und es ist ja auch so, dass man sich Spieler gerne hin und her schiebt, verleiht und so ist weiter. Ist das nicht genau das Ding? Also wenn wir uns jetzt darauf einlassen, darüber zu diskutieren, ab wie viel Prozent ist das jetzt zulässig oder nicht, das ist doch eigentlich, glaube ich, schon die falsche Argumentation. Also das mag jetzt so ein juristisches Ding sein und die UEFA sichert sich ab und vielleicht wird die UEFA auch ein Signal senden, weil Multi-Club-Ownership ein wichtiges Ding wird. Aber auf der anderen Seite, also zum einen in den entsprechenden UEFA-Komitees sitzen inzwischen schon Multi-Club-Owners, die entscheiden. Und zum anderen, es wird sich ja nicht an einem Prozentpunkt entscheiden, ob jetzt da die City-Holding mitspricht oder nicht, sondern eben in solchen Spielertransfers zeigt sich das. Also kannst ja auch mal nach Troyes gucken, was da passiert ist in der Liga. Aber es ist sehr schade, dass wir das zeitlich einfach jetzt wirklich nicht hinbekommen haben, das mal aufzuarbeiten. Das ist ja völlig irre. Die steigen ab, weil der beste Spieler, der geholt wurde, vom Investor direkt zu seinem anderen Club weitergeleitet wurde. Der hat nie eine Minute für Troyes gespielt, aber Troyes musste die Kohle zahlen und geht jetzt runter. Und dann schmeißen die Fans Pyrofackeln aufs Feld und Spieler haben die tolle Idee, diese Pyrofackeln zurückzuwerfen. Also, das ist. Ja. Es ist eine verrückte Konstellation und ich gehe auch davon aus, nehmen wir mal an, Girona ist Champions League nächstes Jahr. Die haben schon ein paar Spieler, die werden nächstes Jahr dann nicht mehr bei Girona spielen. Da gibt es einige, die auf den Zetteln der großen Clubs stehen. Dann ist es ja für solche Mannschaften dann doch eigentlich immer schwierig, adäquaten Ersatz zu finden, denn du hast halt schon ein bisschen Geld, aber du bist jetzt auch nicht irgendwie die attraktivste, neueste Mannschaft in der Champions League. Aber gut, da hast du halt dann wieder den Fundus der Gruppe oder der Holding, die dann noch ein paar Spieler verteilt haben in der Welt. Dann holst du dir vielleicht den Kollegen von Lazio Rom zurück, den Stürmer. Castellanos. Genau.
vielleicht machst du es dann wieder so oder so. Also da wird's im Sommer wieder einige Mauscheleien und Hin- und Herverschiebungen. Ja, das ist der Punkt. Sind wir mal ehrlich, oder? Also zwei Punkte. Zweifelt jemand von uns daran, dass Girona nächstes Jahr Champions League spielen wird? Nein. Nein. So, überraschenderweise werden diese 17% irgendwo unterkommen. Vielleicht, weil die Man City Group auch eine gute Idee hat. Also ich finde, das ist halt wieder so ein klassischer UEFA-Move. Die können sich jetzt erstmal da relativ stark hinstellen und sagen, hey, liebe Leute, so geht's ja nicht. Aber es wird so kommen, Girona wird spielen, es wird irgendeine Lösung gefunden werden. Und das, was Fabian gesagt hat, klar werden die 1-2 verlieren, aber die werden halt im Sommer auch wieder 1-2-3 aus diesem Kosmos halt wieder rübergeschoben bekommen. Also im Prinzip ist das für mich so ein klassischer Fall, da kann sich die UEFA nach außen hin, sage ich mal, relativ stark positionieren, aber im Prinzip wissen alle Beteiligten, dass es mehr oder weniger genauso weiterlaufen wird und das Grundproblem überhaupt nicht damit angegangen wird. Und das Grundproblem ist ein großes. Beispiel Yangel Herrera, der wurde letzte Saison ausgeliehen von Manchester City, spielt in defensiven Mittelfeld, 26 Jahre alt, wurde jetzt fest verpflichtet für eine kolportierte Ablösesumme von 5 Millionen Euro. Das sind Marktpreise. Ich meine, ja, er ist schon 26, aber nenn mir mal irgendeinen Spieler von Manchester City, der für 5 Millionen Euro zu haben ist. Aber ja, es wird so kommen und das ganze Multi-Club-Ownership ist ein Riesenproblem. Und wisst ihr, woran man das unter anderem auch erkennen kann? Daran, dass der FC Bayern sein eigenes Multi-Club-Ownership-Ding aufmachen wollte. Was sie jetzt wieder einstampfen, nachdem es, also die Kurve hat natürlich mal wieder dagegen plakatiert. Es gab dann die ersten Medien, die nachgefragt haben. Meine Theorie dazu ist, ohne irgendeine Quelle dazu zu haben, dass Uli Hoeneß sich das angeguckt hat und gesagt hat, was soll denn der Scheiß, sowas machen wir nicht. Und dann haben sie es wieder zurückgedreht. Aber Red and Gold, das war genau so ein Ding. Mit den Grasshopper Zürichs, dann mit dem uruguayanischen Rekordmeister, zusammen mit Los Angeles FC. Deswegen wäre es keine Multi-Club-Ownership im engeren Sinne gewesen, weil sie hätten sich 50-50 in der Holding, Red and Gold, und die geht dann in Vereine rein. Dann ist es quasi nicht so, wie wenn du jetzt direkt als Verein wo ein Hauptsponsor von dir quasi dem Verein gehört und der dann auch in andere reingeht. Aber, und wenn der FC Bayern sowas macht, der ja sehr gut vernetzt ist, der genau sieht, wie sich der Markt entwickelt, dann ist es ein deutlicher Hinweis darauf, dass diese Triple Sevens dieser Welt, die City Holdings dieser Welt, dass die quasi jetzt den neuen Fußball formen, sonst würden sie bei sowas nicht mitmachen wollen. Sie drehen es jetzt wieder zurück. Nach dem, was ich gehört habe, alles sehr, man erfährt dazu auffallend wenig, aber wenn jemand vom FC Bayern das hört, ruft mich gerne mal an und beschwert euch, ich hätte mal gerne ein paar mehr Infos, weil auf Presseanfragen gibt es da auch nicht so viel. Aber das ist ein Hinweis darauf, Multi-Club Ownership, das ist jetzt das Ding, was sich durchsetzen wird. Und wenn du es nicht so machst wie 777, nämlich, dass du dir quasi zu viele Club kaufst und halt gar kein Geld hast, also da geht ja gerade alles dahin bei 777, da kannst du jede Woche ich sammle immer so Links für das Tribünengespräch, was irgendwann mal kommt. Ich werde es nicht machen können, weil erst wenn die wahrscheinlich komplett insolvent gegangen sind, kann ich es machen, weil erst dann kann ich sicher sein, dass keine neuen Nachrichten mehr kommen innerhalb der nächsten 3 Tage. Das ist einfach der Wahnsinn, was bei 777 passiert. Ja, so wird der neue Fußball sein. Ist jetzt die Frage, welche Holdings sich mal die ganzen andalusischen Clubs annehmen kann, Fabian. Ja, wie gesagt, der FC Malaga ist ja nach wie vor sehr begehrt, aber er darf oder kann, es kann ja noch keiner einsteigen, weil leider die Justiz immer noch nicht geklärt hat, wie viel Aktienanteile noch Altani gehören, wie viel denn dieser anderen Hotelkette, die noch involviert ist. Und solange dieses Thema nicht geklärt ist, kann keiner einsteigen und wir krebsen rum in der dritten Liga. Und es ist eine furchtbare Situation seit inzwischen schon, boah, lass mich überlegen, 4 Jahre jetzt. Ja, 2020 ging es los und 2020 ging es los mit dem juristisch eingesetzten Geschäftsführer. Und ja, es ist ganz traurig. Es ist im Moment sportlich auch ganz heiß bei uns. Die Playoffs gehen jetzt los. Malaga hat sich jetzt gerade noch so reingewurschtelt, spielen gerade unterirdisch schlecht. Und wir wollen da jetzt aber irgendwie versuchen aufzusteigen. Aber alle sind sich einig jetzt in den Playoffs. Das werden ganz andere Spiele und da wird die Mannschaft ganz anders auftreten und naja, wir werden sehen. Aber Andalusien ist ein Pflaster, das immer interessant sein wird für Investoren und die Spanier sind ja schon auch bereit, sich zu gewissen Graden zu öffnen. Ne? Wir haben das Beispiel von Almeria gesehen. Ich glaube auch, dass der Saudi-Minister da jetzt nicht aussteigen wird, trotz des Abstiegs. Ganz im Gegenteil, der plant schon wieder an einer packenden Mannschaft für die zweite Liga nächstes Jahr.
Und in Granada steckt ja, glaube ich, auch ein chinesischer Fonds drin, wenn ich mich richtig erinnere. Dem war der Abstieg letztes Jahr auch wurscht, die sind ja wieder hochgegangen. Die gehen jetzt wieder runter, die werden aber auch dabei bleiben. Wir haben die Geschichte mit Valencia und Peter Lim, also ja, da gibt es schon noch was zu holen, wenn hier wer investieren möchte. Ja, und um vielleicht die Klammer auch noch zu Italien zu schließen, gerade mit der Man City Group, also auch mit diesem Multi-Ownership, Palermo ist ja auch bei denen. Und Ja, Palermo stimmt. ist jetzt in Italien, in Serie B, fangen jetzt ja auch die Aufstiegsplayoffs an und Palermo ist in den Aufstiegsplayoffs. Die sind zwar so als Siebter, Achter auch eher so, haben sich eher so reingegeben, oder die letzten Wochen waren alles andere als erfolgreich, aber rein theoretisch könnten die auch noch dieses Jahr schon aufsteigen. Dann hätte die Man City Group potenziell schon mal den nächsten Erstligisten in der großen Liga. Also das ist schon ein Thema, finde ich, dass auch wenn es bei Palermo jetzt dieses Jahr nicht klappen sollte, dann vielleicht nächstes Jahr. Also die Tentakeln sind da schon sehr, sehr weit und sehr breit ausgefahren. Ja, und wie Noch gesagt. eine schöne Ja. sportliche Nachricht aus Spanien. Deportivo La Coruña ist zurück im Profifußball. Nach 4 Jahren dritte Liga sind sie aufgestiegen in die zweite Liga endlich wieder. Da sieht man mal, wie lange sowas dauern kann bei so einem großen Club. Da freue ich mich auch schon beim FC Malaga drauf, nächstes Jahr wieder auf die dritte Liga dann quasi. Nein, aber die haben es geschafft. Und die haben auch, glaube ich, soweit ich weiß, keine ausländischen Investoren, sondern nur galizische. Oh, da steckt, glaube ich, eine galizische Bank mit dahinter. Aber es ist alles lokal und da freue ich mich sehr, dass die es endlich wieder geschafft haben. Die zweite Liga, die haben ein, muss ich euch nicht erzählen, jeder kennt Deportivo La Coruña, die haben tolle Fanbase, tolles Stadion, alles da, um Erstligafußball zu spielen. Und ich hoffe, ja, dass sie auch nächstes Jahr in der zweiten Liga dann erfolgreich sein werden. Das stimmt, ja, richtig. Hätte ich jetzt glatt schon wieder vergessen, aber das ging ja ein bisschen rum, dass die aufgestiegen sind in der letzten Woche. Ich hätte noch ganz viele Dinge zu Investoren zu sagen, aber lasse ich mal an der Stelle. Ich meine, alle Hörerinnen und Hörer kennen meine Meinung sowieso dazu. Wir wollen doch ein bisschen in die Aktualität zurückhüpfen. Wir wollen noch mal über Atalanta sprechen und was da ansteht. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, habe ich das richtig gelesen in einem Artikel, dass Atalanta jetzt mit den Finalspielen, die man hatte, also Coppa Italia ging ja jetzt schon verloren, aber dass es die Chance auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte oder Pokaltitel der Vereinsgeschichte wäre, zumindest seit sehr langem. Das auf jeden Fall, also nicht der erste, es wäre vor 60 Jahren hat Atalanta mal die Coppa Italia gewonnen. Ja. Also genau, also der steht in der Vitrine, aber der steht halt schon ein paar Jährchen da. Und dementsprechend war das gestern jetzt eben die erste Chance, ja, die jetzt erstmal wieder liegen gelassen wurde. Aber der Unterschied, es war, also muss man sagen, der Coppa Italia-Fluch von Gasperini und Atalanta ging weiter, war jetzt das dritte Coppa Italia-Finale seit 2019. Und sie haben es zum dritten Mal verloren, 2019 gegen Lazio, damals noch mit Inzaghi, Milinkovic-Savic und die Krass. Großen. Vor 3 Jahren gab es genau auch schon Juve gegen Atalanta, da war es ein 2-1 relativ knapp, da hat Chiesa damals auch das entscheidende Tor erzielt. Und gestern war es wirklich so, dass, wie gesagt, Atalanta ist eigentlich als sportlicher Favorit da reingegangen. Hat sich aber die Zähne ausgebissen. Aber, und das ist eben das Besondere, und deswegen bietet sich das Thema ja heute an, und das hat man auch im Nachgang gesehen. Also Giampiero Gasperini, muss ich sagen, war wirklich, also ist ja auch einer, der sehr emotional sein kann. Aber gestern hatte er fast schon ein Lächeln nach dem Spiel drauf. Er hat auch nach dem Spiel gemeint, das war okay, wir haben alles probiert, Juve war den Tick besser. Aber eben, und das ist der große Unterschied, in den letzten Jahren war halt dieses Coppa Italia-Finale die eine Chance, die sie hatten. Und dieses Jahr aber haben sie nochmal was in der Hinterhand, nämlich kommenden Mittwoch das Europa League-Finale gegen Leverkusen. Und Gasperini hat in den vergangenen Wochen auch öffentlich nie einen Hehl daraus gemacht, dass das Europa League-Finale einfach die 1A-Variante jetzt für sie in dieser Saison ist. Denn, und jetzt kommt dein, weil du meinst, das erste Mal, Gasperini hat Atalanta zum allerersten Mal in ein europäisches Finale geführt. Also Atalanta stand noch nie in einem europäischen Finale. Und dementsprechend, glaube ich, lohnt es sich da heute ein bisschen drüber zu sprechen. Ja, gestern, wie gesagt, hat es nicht geklappt. Was zum Teil auch daran lag, dass Scamacca gesperrt gefehlt hat, und der ging ihnen gestern extrem ab. Also Scamacca, ja, der Mittelstürmer, der in den vergangenen Wochen gerade in der Europa League eigentlich
hat ja an der Anfield Road bei dem legendären 3:0 Hinspielerfolg im Viertelfinale 2 Buden gemacht, das dritte mit eingeleitet gegen Marseille jetzt, eines der entscheidenden Tore im Rückspiel geschossen, auch in der Liga wirklich wieder in Schwung gekommen. Und der war gestern aufgrund einer Gelbsperre wegen der zweiten gelben Karte im... Ach krass. Ja, das ist also diese Regelung wirklich aus dem Mittelalter. Der hat im Rückspiel des Coppa Italia Halbfinals gegen Florenz die gelbe gesehen und war dadurch gesperrt im Finale. Also sehr, sehr schade, war auch ein großes Thema, hat Gasperini auch gemeint, komm, lass es uns vielleicht bitte so machen wie auf europäischem Niveau auch, nämlich dass man im Halbfinale nicht mehr aufgrund einer Gelbsperre das Finale verpassen kann, dass im Finale vielleicht wirklich im Idealfall die Besten mit dabei sind, aber gut, ist halt die Regel so. Und der ging ihnen gestern gegen Juve ab, denn in der ersten Hälfte hat das so wirklich ohne klassische Neun probiert, da waren De Ketelare, Lookman und Cope Miners, die drei Offensiven, keine Anhaltspunkte gegeben, Bremer konnte sich an keinem wirklich orientieren. Aber sie hatten halt auch keine Durchschlagskraft. Mhm. Und dann hat er in der Pause gewechselt, hat De Ketelare rausgenommen, hat Touré gebracht, den 30-Millionen-Mann, der ja vor der Saison aus Spanien gekommen war, der monatelang verletzt war, aber jetzt in den letzten Wochen auch Tore gemacht hat, in Schwung gekommen ist, jetzt oft ein richtig guter Joker von der Bank war. Und den hat er halt da ins Zentrum reingestellt, aber da muss man sagen, den hat Bremer aufgefressen. Also da, das ist ja auch nicht die typische Position für Touré, der liebt es ja auch ein bisschen mehr mit Tempo zu kommen, über außen, so Chiesa-mäßig. Und gestern musste er halt dann für die Mannschaft quasi da ins Zentrum rein und da hat man halt die ganze Klasse von Bremer gesehen. Aber das war jetzt wirklich, muss man sagen, in den letzten Wochen das einzige Spiel von Atalanta, das nicht gestimmt hat, sage ich mal, denn die europäischen Auftritte zuletzt, also ihr Weg ins Finale, die waren mehr als beeindruckend und auch in der Liga haben sie sich jetzt ja wunderbar eine Ausgangsposition gepasst. Ihnen fehlt noch ein Sieg, um die Champions League fix zu machen. Plus haben sie auch noch die Möglichkeit, durch den Europa-League-Sieg also sie haben noch zwei Wege in die Champions League, haben sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Also ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Und ja, jetzt können wir gerne mal drauf schauen, was Leverkusen da erwartet. Da erwartet sie einiges. Weil ja, also wir alle bekommen natürlich die Stärke von Leverkusen mit, noch kein Spiel verloren generell und damit eben auf europäischem Erfolgskurs, aber allein in der Europa League auch Atalanta nur ein Spiel verloren, ja. Das war das Rückspiel gegen Liverpool, wo man ja mit dem 3:0 schon eine sehr gute Ausgangsposition genau, hat. Genau, und also ich meine, dieses Liverpool-Spiel an der Anfield Road, ich glaube, das hat Gasperini auch gesagt, das geht ja sowieso in die Vereinsgeschichte ein. Sie haben ja schon mal an der Anfield Road gewonnen, damals noch in der Champions League vor ein paar Jahren, das war zu Covid-Zeiten ohne Fans. Dann nehmen wir, wie gesagt, jetzt Marseille, das Rückspiel war wirklich mehr als souverän. Und sie haben ja auch davor Sporting rausgenommen und Sporting hat sich gerade erst zum portugiesischen Meister gekürt. Also Atalanta, wirklich die europäische Dimension von Atalanta, die wir ja schon vor ein paar Jahren auch in der Champions League, glaube ich, sehr viele, sehr angenehm gesehen haben. Atalanta ist im Prinzip die italienische Mannschaft, die am gemachtesten, sage ich mal, für den europäischen Fußball ist. Also diese Intensität, diese Körperlichkeit, auch gestern. Atalanta hat 11 Saisonspiele mehr als Juve absolviert. Das war gestern ihr 52. Saisonspiel schon. Die spielen seit Ende Februar im Dreitagesrhythmus, also durch die Europa League, dann auch durch die zwei Coppa Italia Halbfinals. Die hatten noch ein Nachholspiel in der Woche. Die spielen wirklich seit Monaten alle drei Tage, aber die halten die Intensität hoch. Du merkst keinen Abfall. Diese Körperlichkeit, die Gasperini da über Jahre implementiert hat und die Spieler wie Cope Manners oder Deron halt wirklich perfekt auch verkörpern. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, ich glaube auch, dass Leverkusen auf dem Papier allein durch diese ungeschlagen Serie und als deutscher Meister souveräner als Favorit reingeht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Atalanta vieles hat, was Leverkusen Probleme bereiten kann, nämlich genau eben diese Intensität, diese Körperlichkeit auf allen Ebenen, dieses mannorientierte, wirklich, ja, wie soll man sagen, dieses nach vorne verteidigen. Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr heißes Finale. Und wie gesagt, für Gasperini, der jetzt in seinem 8. Jahr ist, wäre es halt auch einfach die Krönung, dass er wahnsinnig viel hinterlassen hat oder hinterlassen wird, wann immer es dann auch zu Ende sein sollte. Das steht ja eh schon fest. Aber jetzt ist es halt wirklich auch in der Zeit, da mal Silberware dafür zu ernten. Und nochmal, der Fokus von Atalanta war auch ganz klar formuliert, ist auf diesem Europa-League-Finale in einer Woche. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich sehr drauf. Kann er denn rotieren? Ja,
Das ist es ja auch. Trotz Champions League-Qualifikation, die noch nicht ganz sicher ist. Das ist ja der Punkt auch, wenn man sich zum Beispiel gestern angeschaut hat, wenn du dir mal die Breite im Atalanta-Kader mittlerweile anschaust. Also Atalanta ist halt auch, die haben halt auch als Verein wahnsinnig viel richtig in diesen letzten Jahren gemacht. Ich habe nochmal extra nachgeschaut, die haben seit 8 Jahren, schreiben die positive Bilanzen, seit 8 Jahren. Und wenn du dir den vergangenen Sommer anschaust, die holen Bilal für knapp 30 Millionen, die holen Scamacca für 5 oder 26 Millionen. Also die können jetzt auch was leisten. Warum? Weil sie Højlund an United für 70 oder 80 verkauft haben. Also das machen die ja nicht auf Pump. Wir hatten ja heute ja schon ein paar Vereine, die auch sehr viel Geld ausgeben, wo man aber nicht weiß, wo das Geld herkommt. Aber die erwirtschaften das selbst, machen das clever. Durch Corona hindurch, muss man noch dazu sagen. Das auch noch. Dazu investieren sie auch in Stadionausbau. Da wird ja dauernd gerade gearbeitet. Also es wird auch in Kürze fertig sein. Ihr Trainingszentrum in Zingonia ist auf dem perfekten Stand. Also dieses ganze Geld, das sie sich jetzt erwirtschaftet haben, geht nicht nur in die Mannschaft rein, sondern wirklich auch in die Struktur. Also Atalanta ist da wirklich ein Vorzeigeklub. Und deswegen, wie du eben sagst, allein wenn du dir die Offensive anschaust, also er hat die Möglichkeit, er hat Scamacca, Lookman, De Ketelare, der eben eine herausragende Saison spielt, nachdem es letztes Jahr bei Milan überhaupt nicht funktioniert hat. Allein Scamacca, De Ketelare und Cope Miners haben jeweils 22 Scorerpunkte in dieser Saison schon. Also jeweils. Tore jeweils. Die haben 3 22 Scorerpunkte. Ich glaube, Cope Miners hat 15 plus 7, De Ketelare 12 plus 9 und Scamacca 16 plus 6 oder so. Also dann kommen noch, in der Hinterhand hat er dann noch Touré, eben wie gesagt, der teuerste Mann war, der halt einfach lang verletzt war. Dann hat er Miranchuk noch, der auch eine gute Saison spielt. Dann hat er Pašalić noch, der diese Halbposition spielen kann. Also es gibt in der Serie A, würde ich sagen, im offensiven Bereich keinen Verein, der so tief aufgestellt ist. Also das, um zu zeigen eben, dass sie auch über Jahre sich sozusagen jetzt in eine Position gebracht haben, eben nicht von einzelnen Spielern abhängig zu sein. Und dementsprechend, ja, ich habe gestern auch schon mal so ein bisschen vorausgeschaut. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Xabi Alonso die Variante wählt, wie gegen die Roma, vielleicht wieder ohne Mittelstürmer, weil eben, wie gesagt, das gegen diese ganzen Schnellen mit Wirtz, mit Frimpong, mit Adli, weil eben, wenn du Atalanta keinen Anhaltspunkt gibst, dann lockst du sie logisch auch raus durch dieses Mannorientiere. Und dann hat logisch Frimpong, das Tempo von Frimpong oder auch von Wirtz ist logisch nochmal eine andere Qualität. Also da wird Atalanta extrem aufpassen müssen. Aber trotzdem glaube ich auch, dass Atalanta selbst Leverkusen, das haben wir gegen die Roma auch gesehen, die Leverkusen-Defensive, die ist nicht so sattelfest, sage ich mal. Da kannst du dir schon auch was erspielen. Und ich bin mir sicher, dass Atalanta da viel über den Rhythmus, über die Körperlichkeit, über die Intensität schaffen wird. Ederson spielt eine großartige Saison, haben wir ja schon thematisiert, auch hier. Pašalić hat jetzt auch wieder aus der zweiten Reihe kommend getroffen. Also die haben viele Möglichkeiten, es sind schwer auszurechnen. Ja, interessant. Ich meine, wer die Bundesliga-Partien von Leverkusen gesehen hat, der würde jetzt nicht sagen, es ist so einfach, gegen Leverkusen ein Tor zu schießen. Nein, aber das nicht, aber schau dir mal die Roma an. Genau, du hast es, Ja. Ich finde gerade das Roma-Rückspiel, ich meine, die Roma verliert das Hinspiel gegen diese Leverkusener mit 0-2. Wer hätte da damit gerechnet, dass die in Leverkusen nochmal ins Spiel zurückkommen? Klar lief da auch vieles für die Roma. Die Chancenverwertung von Leverkusen war nicht gut. Svila hält überragend bis zu diesem neuen Moment, sage ich mal, in der 81. Klar hatten sie auch ein gewisses Glück, aber sie waren plötzlich wieder dran. Und sie hatten ja auch andere Chancen. Also ich glaube, da war doch Pellegrini-Kopfball und so. Also ich glaube schon, dass du die Leverkusen-Abwehr, dass du der Probleme bereiten kannst. Und da hat Atalanta auch verschiedene Möglichkeiten. Wir haben jetzt die ganzen zentralen Offensiven angesprochen. Viel geht bei Atalanta ja auch über die Außen, wo eben immer wieder eine Seite überladen wird, wo dann auch sich die Angreifer da rausfallen lassen, Überzahl schaffen, wo dann auch die Verteidiger aus der Dreierkette mit vorne mit sich mit einschalten, eine gute Strafraumbesetzung. Also Atalanta zu dechiffrieren ist nicht einfach. Juve hat es gestern vorgemacht. Aber Juve hatte halt auch die ideale Voraussetzung, nehmen das frühe 1-0 und dann auch wirklich diese defensive Stabilität, die ich mal sagen muss, die jetzt vielleicht auch bei aller Kritik an Juve, aber wenn Juve das so liefert wie gestern, so viele Mannschaften in Europa, glaube ich, können das nicht leisten. 90 Minuten plus so tiefstehend konzentriert zu verteidigen. Und Atalanta hat wahrscheinlich sein Gästekontingent schon ausverkauft fürs Finale.
Also ich glaube, da kommt die ganze Stadt mit. Ja, nee, das darf weil, man ja, weil Leverkusen hat ja noch 10.800 okay. von 12.000 Karten, okay, wurden bisher verkauft, wurde vor 2 Tagen gemeldet. Okay, nee. Es ist einfach eine kleine Szene und anscheinend reicht nicht mal ein Finale und Direktflüge von Düsseldorf nach Dublin. Okay, aber das ist echt beeindruckend, weil Atalanta ist auch, ein Bergamo hat 120.000 Einwohner, das ist ja, ja auch krass. Das Besondere. Das fand ich sehr schön von Gasperini, das hat er nach dem Halbfinale gegen Marseille, da hat er auch so ein Plädoyer da gemeint. Viele in der UEFA sind jetzt vielleicht nicht froh drüber, dass das Finale Leverkusen gegen Atalanta heißt, aber es ist halt auch ein Zeichen dafür, dass nicht nur die ganz, ganz Großen mit den Millionen Followern und Millionen Anhängern, sondern der Fußball ist halt auch für die da, die einfach vielleicht aus einer kleineren Struktur heraus gut arbeiten. Hat auch nochmal das Beispiel aufgemacht mit hier Superliga, alle reden von Superliga, Superliga, aber dafür sind es halt auch Standorte wie diese, die sich das halt einfach erarbeiten. Und also in Bergamo ist Ausnahmezustand. Das war ja, viele erinnern sich ja vielleicht noch an die Szene schon in der Champions League. Und also ich möchte gar nicht wissen, wie viel von diesen 120.000 da nächsten Mittwoch mit in Dublin sind. Denn Atalanta ist halt auch wirklich ein, ja, wie soll man sagen, mehr als ein Aushängeschild dieser Stadt. Also Atalanta und Bergamo sind unfassbar eng miteinander verwoben. Da war ja auch die tragische Geschichte mit Corona, die diese schlimmen Ausgangspunkte in Italien hatte. Das hat den Verein und die Stadt noch mal mehr zusammengeschweißt. Und dementsprechend, also da fiebert wirklich eine ganze Stadt, eine ganze Region mit. Und ja, mal schauen, ob es für Atalanta das Happy End gibt. Wir werden sehen, aber behaltet all das, was Christian gesagt hat, mal im Hinterkopf, wenn ihr dieses Finale vielleicht seht. Also A, seid nicht überrascht, sollte ein anderes Team auch Fußball spielen nee. Können. Und vielleicht kann man dann auch, sollte das jetzt Leverkusen wirklich verlieren, selbst aus einer deutschen Brille heraus, das vielleicht mal gönnen, dass es auch andere Fußballstandorte gibt. Ist jetzt kein Juve 1-0. Nee. Finale, sondern das ist was anderes. So, ihr zwei, meine Güte, jetzt habe ich uns wieder hier lange rausgelabert. Haben wir eigentlich noch Awards? Da habe ich gar nicht mit euch drüber gesprochen. Ah, haben wir die. Oder? Fabian. Ich lasse mir was einfallen, ganz spontan, da finde ich schon was. Dann legt der Christian vor. Soll ich mal loslegen? Ja. Und dann hast du Zeit zu überlegen. MVP. MVP, ja, der Name fiel schon, müssen wir, also ganz klar, Thiago Motta. Du hast es angesprochen, Bologna hat am vergangenen Wochenende die Champions League klar gemacht. Standesgemäß durch ein 2-0 in Neapel. Klar, Neapel, auch eine eigene Sendung wert, aber trotzdem auswärts beim nicht mehr Meister. Vor wenigen Wochen haben sie das Direktduell gegen die Roma in Rom gewonnen mit 3-1. Also die Saison, jetzt sind sie punktegleich mit Juve. Jetzt am Wochenende steht übrigens das Direktduell mit Juve noch aus, können auch noch Dritter eben werden, haben sie jetzt auch selbst in der Hand. Sensationell, wir haben ja Gott sei Dank schon 2-3 Mal drüber gesprochen und jetzt haben sie es wirklich, kann mich noch erinnern, Max, wie du schon vor ein paar Wochen gemeint hast, ach, wäre das schön, wenn Bologna in die Champions League käme. Ja. Sie haben es eiskalt durchgezogen. Aber wirklich, kein Wahnsinn. Wackler. Ja, wirklich, also auf allen Ebenen beeindruckend und die Euphorie ist riesig in Bologna. Bologna ist ja auch eine alteingesessene, ganz historische Fußballstadt. Früher Roberto Baggio da gespielt, Beppe Signori und ich glaube seit 60 Jahren waren die jetzt nicht mehr für einen Landesmeisterpokal qualifiziert. Also egal, was da im Sommer passiert, auch wenn Thiago Motta gehen sollte, wo einiges darauf hindeutet, da werden auch ein, zwei Spieler gehen. Aber, und da das Schöne dran, es heißt, dass falls Thiago Motta geht, Maurizio Sarri in der Verlosung ist. Und das fände ich, muss ich sagen, ja wirklich, nicht nur fußballromantisch, sondern wirklich auch von der Fußballidee, die Thiago Motta jetzt ja da implementiert hat. Wenn es einen gäbe, der diese Art vielleicht nochmal aufnehmen und weiterführen könnte, dann wäre Sarri, also wenn es so kommen sollte, wenn wirklich Thiago Motta geht und Sarri kommt, ich würde meinen Haken sofort dahinter setzen. Christian Barnhardt approved und das können nicht alle von sich sagen. Fabian, wer ist dein MVP? Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob Nils in letzte Sendung schon gesagt hat, aber ich würde ganz gern wieder einen Malagueño nennen und zwar Isco. Nee, hat er und nicht. Und zwar hat er nicht, sehr gut. Er spielt nach wie vor überragend, er ist nach wie vor spielentscheidend für Betis, er hat die jetzt in die Europa League geführt und auch Nationaltrainer De La Fuente hat jetzt tatsächlich in einem Interview angekündigt, er überlegt sich dann tatsächlich den besten Scorer im Mittelfeld in Spanien dann mitzunehmen zur EM. Und es ist ja, ich finde die Geschichte von Isco echt überragend eigentlich, der ja schon komplett weg war. Die Geschichte mit Union Berlin, die in die Hosen gegangen ist, hätte Union Berlin die anscheinend Bayern, doch ganz gut getan. Die beißen sich jetzt wirklich in den Arsch. Die beißen sich jetzt richtig in den Arsch. Was der abzieht dieses Jahr ist unfassbar.
wie der die Spieler stehen lässt, was er für Tore macht, vorbereitet. Und er ist der Spieler des Monats im April geworden in La Liga, absolut zu Recht. Und wie gesagt, er ist nach wie vor an Toren beteiligt, erzielt sie selbst auch jetzt am Wochenende wieder. Und ja, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir ihn auch bei der EM sehen werden. Und deswegen ist Isco absolut mein MVP. Stark. Ah, da freue ich mich auch schon drauf. Da gibt es auch Spanien gegen Italien in der Vorrunde, oder? Ja, das allerdings. Ja, nee, definitiv, also. Ja. Ja. Oh Gott, ich muss mich vorbereiten. Krieg schon wieder Stress. Sag mir schnell den Unsung Hero. Ich muss danach arbeiten. Sehr schön. Unsung Hero. Pantaleo Corvino. Sagt vielleicht nicht allen was. Sportdirektor Legende. 74 Jahre alt mittlerweile. Lecce hat sich schon am vorletzten, also drei Spieltage vor Schluss, die Klasse gehalten in Italien. Schauen wir mal am Ende der Saison. Es sind noch wahnsinnig eng im Abstiegskampf, aber Lecce ist schon durch, kann nicht mehr eingeholt werden. Und das mit dem Abstand günstigsten Kader der Liga. 15 Millionen brutto heißt es. Personalkosten. Ja, kostet der komplette Kader. 15. 15, ja. Also anscheinend auch direkte Abstiegskonkurrenten haben teilweise fast einen doppelt so hohen. Ja. Ja, finanzielle Möglichkeiten. Und der Mann dahinter ist eben Pantaleo Corvino, 74 Jahre alt. Der hat letztes schon, jetzt bin ich gespannt, ob euch die Namen noch was sagen. Sagen euch die Namen Mikkoli oder Chevanton noch was? Nee. Auf jeden Fall Mirko Vucinic vielleicht noch. Ja. Der war ja später auch bei Juve. Die Mikkoli hat er alle. Auf jeden Fall. Genau, Mikkoli, oder? Ganz ein kleiner Zaubermaus mit Diego Armando Maradona-Tattoo auf der Wade, stilvoll, echt großartig. Und die hat er schon vor 25 Jahren war er da schon bei Lecce, hat all diese Leute geholt. Er war es, der Vlahovic zur Fiorentina geholt hat. Er hat bei der Fiorentina schon, das war die Zeit, als sie noch Champions League gegen die Bayern gespielt haben, erinnert ihr euch vielleicht noch, da war Prandelli Trainer, das war glaube ich so um 2008 rum. Er hat Luca Toni nach Florenz geholt, er hat Gilardino nach Florenz geholt, er hat Montolivo nach Florenz geholt. Also ist eigentlich seit Jahren der Sportdirektor mit der größten, wie soll ich sagen, ja, mit der längsten Erfolgsgeschichte. Und der Mann ist jetzt eben seit 4 Jahren auch wieder bei Lecce, ist in seine Heimat zurückgekommen, hat sie erst in die erste Liga wieder hochgeholt, jetzt mit dem günstigsten Kader drin gehalten. Gab es ja vor Wochen auch diese Geschichte, die mussten den Trainer entlassen, Daversa, weil der einen gegnerischen Spieler gestoßen hatte. Mhm. Das haben die auch aufgefangen, hat auch einen richtigen Mann geholt, Gotti, der die jetzt über die Ziellinie gebracht hat. Und eine Zahl noch dazu, weil wir die 15 Millionen, vergangenen Sommer hatte er Hjulmand, den dänischen Nationalspieler, für 20 Millionen nach Portugal zu Sporting verkauft. Das war der teuerste Verkauf der Geschichte. Und allein mit diesem Verkauf hat er sozusagen die kompletten Personalkosten für dieses Jahr plus noch ein paar Millionen obendrauf. Also der Mann weiß, wie man sich, nicht nur im Abstiegskampf, weil er hat es ja auch bei der Fiorentina schon bewiesen, der weiß, wie man vielleicht auch mit wenigen Mitteln sehr, sehr viel hoch, sehr viel rausholt. Stark. Ich habe kurz versucht, das in Bezug zu setzen zur Bundesliga. Ja, auch 15 Millionen Euro Personaletat hatte damals im Zweitliga-Jahr der VfL Bochum. Jetzt sind sie auf 19. Ja. Dann denkt man sich so, naja, dann ist es ja gar nicht so beeindruckend. Aber jetzt lese ich euch mal ein paar andere vor. HSV, 40 Millionen Personaletat. Genau. Fortuna Düsseldorf, 24 Millionen Personal. Also jetzt alles laut den offiziellen DFL-Zahlen und so weiter. Aber also ich finde, 15 ist schon echt. Also ich meine, das sind ja immer Schätzungen, ist ja klar. Aber wenn das auch nur annähernd stimmt, dann ist das wirklich, die haben letztes ja nicht nur Hjulmand verloren, im Sommer auch Umtiti, der damals der von Barca dahin kam, eine herausragende Saison gespielt hat und haben einfach, ja, clever eingekauft wieder, weil Corvino Nesson davon hat und während hier Verona, Cagliari, Udinese, Frosinone, Empoli, Sassuolo alle noch zittern, wird in Lecce schon seit dem vergangenen Sonntag gefeiert. Ja, sehr schön. Ich habe den perfekten Bundesliga-Vergleich mal wieder gefunden, weil nur darum geht es hier in der Liga. Absolut. Heidenheim. Ja? Wie viel? Etat 15 Millionen. Na, und wer hat es in der Bundesliga geschafft, dass er nicht mehr zittern muss, na, und schau, andere noch zittern? Also quasi das italienische Heidenheim. 15. Wir kannst du das bitte etablieren, dass auch in der Serie A so drüber berichtet das wird? Das italienische Heidenheim. Das finde ich einfach sehr, sehr schön. Sehr gut. So, Fabian, wer ist dein Unsung Hero? Ja, ich habe mir einen ausgepickt, den keiner viel gesetzt hat, nämlich den aktuellen Trainer von Celta de Vigo, Claudio Giraldes. Der ist erst 36 Jahre alt, kam von der zweiten Mannschaft von Celta Vigo und hat den Trainerstuhl übernommen vor ein paar Wochen von Rafa Benitez, der eigentlich zu Celta Vigo jetzt in der Jubiläumssaison, ich weiß nicht, ob es das 100-jährige Jubiläum des Vereins ist oder das 120-jährige, irgendein tolles Jubiläum haben sie dieses Jahr. Sorry, dass ich nicht genau weiß, wie viele Jahre das sind. Aber
Er sollte eigentlich Celta Vigo wieder zu neuen Ruhm verhelfen und es sah ganz lange und böse nach Abstieg aus. Dann wurde Benitez vor die Tür gesetzt und man hat sich für eine interne Lösung entschieden, eben für diesen Claudio Giraldes, 36 Jahre, war vorher Trainer der zweiten Mannschaft, ist Galizier, ist sogar jünger als einer seiner besten Spieler, nämlich Iago Aspas. Und hat es aber geschafft, jetzt, es ist noch nicht mathematisch soweit, aber er hat tatsächlich wichtige Punkte eingefahren im Abstiegskampf. Sie sind jetzt 5 Punkte drüber bei zwei ausstehenden Spielen. Es sieht sehr gut aus, vor allen Dingen nach dem gestrigen Sieg gegen Athletic Bilbao. Da waren sie schon 0-1 hinten und haben noch das Spiel gedreht, mit 2-1 gewonnen. Unwahrscheinlich wichtig, denn sonst wären sie jetzt mit Cádiz tatsächlich in einem herben Zweikampf gesteckt, was den letzten Abstiegsplatz anbelangt. Und dementsprechend muss ich sagen, Hut ab vor dem Mann, der, wie gesagt, seine erste Profilaufstation hat, mit nur 36 Jahren, in einer extrem schwierigen Situation. Und der macht das sehr ordentlich. Und dementsprechend könnte auch gut sein, dass wir in den nächsten Jahren noch ein bisschen was von dem jungen Mann hören. Ich liebe die Unsung Hero Kategorie. Da kommen wirklich die interessanten Geschichten. Da lernt man was für einen Sportdirektor von Lecce über den neuen Interimstrainer von Celta Vigo. Mega gut. Hätte ich schon viel früher einführen müssen hier in der Ligatur. So, den Moment des Spieltags haben wir noch. Ja, oder der letzten Woche. Da haben wir ja ein bisschen Input bekommen von unseren in Italien Zuschauern, Zuhörern. Alessandro, Spitzname Billy Costa Curta, sagt vielleicht einigen noch was. AC Milan, Verteidigerlegende in den Jahren mit Baresi, mit Maldini, ja, eine der beeindruckendsten Defensiven Europas gebildet. Und der mittlerweile sein Geld auch als TV-Experte verdient. Und am vergangenen Wochenende war er da mit vollem Körpereinsatz dabei. Nämlich, es ging auch um das Milan-Spiel. Und da wollte er eine Szene nochmal vor dem großen Bildschirm im TV-Studio eindrucksvoll nachzeichnen und hat eine Defensiv-Rettungstat nachgespielt, nämlich so eine eingesprungene Grätsche. Und in dem Moment, wo er es macht, zack, greift er sich hinten an den Oberschenkel, ist es beim Herrn Costa Curta reingefahren. Sie sind auch sofort in die Werbung gegangen. Ja. Ist auch witzig. Also, es ist nichts Schlimmes passiert, aber er hat sich logisch eine Zerrung zugezogen. Und kleiner mit einem Lächeln, Zwinkern, er passt sich damit der Milan-Saison an, denn da waren ja auch mehr oder weniger alle Verteidiger, sowohl Ciao als auch Tomori, als auch Kier, wochenlang teilweise Kalulu, wochenlang, monatelang verletzt, also auch Costa Curta, obwohl er nicht mehr das Milan-Trikot trägt, hat er sich irgendwie mit vollem Einsatz da auch in diese, jetzt am Ende nochmal da, gut in die Milan-Reihe eingereiht. Sehr schön. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank da auch an den Input, genau, den wir da bekommen haben. Ich werde es nachreichen, beziehungsweise jetzt kann ich es noch schnell raussuchen. Nee, ich finde es leider nicht mehr. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Herzlichen Dank auf jeden Fall dafür, dass ihr euch da gemeldet habt. Und dann hat Fabian noch einen Moment des Spieltags. Ja, wie gesagt, in der Liga ist ja ein bisschen die Luft raus, deswegen kann ich jetzt gar nicht so mit einem richtig tollen emotionalen Moment dienen. Vielleicht zwei Anmerkungen zu den letzten zwei Spieltagen, weil wir haben ja gerade unter der Woche gerade einen Spieltag laufen. Real Madrid marschiert gerade mit einem 4-0 und einem 5-0-Sieg nochmal so durch die letzten Ligaspiele. Also die schonen sich, die lassen ihre zweite Gilde spielen und die knipsen natürlich auch schön. Da möchte sich jeder noch fürs Champions League-Finale empfehlen. Das ist auf jeden Fall eine krasse Momentaufnahme. Ja. Und was ich ganz witzig fand, war nach dem Spiel von Mallorca, die ja noch im Abstiegskampf stecken, ich glaube mit 36 Punkte, 4 Punkte nur vor Cádiz, da wurde nach der Pressekonferenz der Trainer gefragt, ob er sich denn dann das Spiel von Cádiz auch anschauen würde. Javier Aguirre, der Mexikaner, der sehr amüsante Pressekonferenzen gibt und immer sehr witzige Kommentare und sehr ehrliche Kommentare abgibt. Und er meinte, er glaubt nicht, weil es hängt alles von seiner Frau ab, von Silvia, weil er muss wahrscheinlich ins Kino oder er muss wieder Wasser oder Milch für sie kaufen oder sonst irgendwas. Also er wird es wahrscheinlich nicht anschauen können. Ja, ist ja auch egal. Er muss sich ja dann eh auf sein Team konzentrieren und so weiter, hat dann wieder den Bogen so ein bisschen gespannt. Aber es hängt im Hause Aguirres natürlich alles von der Ehefrau ab. Oh, ein bisschen antiquiertes Rollenbild, das dann auch so öffentlich so zu thematisieren. Aber gut, wir nehmen es hin. Wir nehmen es hin. Punkt. The Butcher war derjenige, der
den Hinweis hinterlassen hat. Nee, weiß auch nicht. Warum gibt es denn hier so viele Ligatur-Threads? Okay. Unterschiedliche. Ich weiß nicht. Ich werde es mal rausgesucht haben. Ihr zwei, ich danke euch sehr. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Das ist der Vorteil, wenn man nur zu dritt ist, dass wir richtig plaudern konnten. Das war sehr nett. Herzlichen Dank an Fabian Pakulat. Wie immer. Ein danke Vergnügen. Euch. War eine Freude, jawohl. Und vielen Dank, Christian Bernhard. Danke dir für deine Zeit. Danke, Max. Danke, Fabian. Großen Spaß gemacht. Aber wirklich. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich natürlich auch für eure Aufmerksamkeit und für euren Support. Ich moderiere hier jetzt einfach schon ab und ich werde auch das Outro spielen, denn Stand jetzt weiß ich immer noch nicht. Wahrscheinlich wird es jetzt doch nicht geklappt haben, dass wir noch über die Premier League sprechen. Es tut mir sehr leid. Es hängt mit der Verfügbarkeit, terminlichen Verfügbarkeit der möglichen Experten hier zusammen und da können die ja auch nichts für. Also deswegen moderiere ich jetzt hier ab, falls noch was danach kommt, dann werdet ihr es am Timecode gerade merken. Ich danke sehr, sehr herzlich allen Unterstützerinnen und Unterstützern des Rasenfunks. In diesem Fall möchte ich mich bedanken bei Kunibert, bei Stefan, bei Markus aus Heidenheim, bei Scotty Guinness, bei Benjamin und bei Guido. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns unterstützt. Geht via PayPal, Kreditkarte, Direktüberweisung und so weiter und so fort. Und einen Hinweis möchte ich aber noch machen. Wenn euch EM-Coverage interessiert, von der ich selber noch nicht weiß, wie sie aussehen wird, aber was ich weiß ist, ihr müsst dafür den Rasenfunk-Nationalteams-Feed abonnieren. Alle EM-Sendungen zu den deutschen Spielen, Vorschau, Rückblick, alles wird dort erscheinen. Auch das werde ich verlinken. In diesem Sinne, bis bald hier im Rasenfunk. Bleibt gesund. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.